Willkommen bei Oink Enterprise TV. Schriftdeutsch bitte. Dies soll es also mein Einleitungsvideo werden. Und ich klinge auch so, wie ich nicht klingen möchte. Wo kommt das bloß her? Moment. Also ich kläre erstmal, ich bin Schweizer und versuche jetzt Schriftdeutsch zu sprechen, um auch Leute, sagen wir mal so, mich für andere Leute verständlich ausdrücken zu können, die anders sind als Schweizer oder so. Egal, um mehr Leute zu erreichen. Ich verirre mich nicht gern, aber es passiert mir oft. Also, was ist Oink Enterprise TV? Natürlich irgendein scheiß YouTube-Sender von irgendjemandem. Und dieser irgendjemand bin ich. Und mehr ist es eigentlich nicht. Wäre ich nicht so unglaublich sensationell. Ja, wenn ich das so. Ja, das darf ich. Aber da ich so unglaublich sensationell ist, ist es natürlich irgend so ein YouTube-Sender von irgend so einem, der unglaublich sensationell ist. Ja, wie eigentlich jeder da draußen. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat dieser Kanal für dich irgendein Interesse? Und meine ganz klare und absolute Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Ist es mir egal? Nein, es ist mir nicht egal. Ich will geliebt werden, ja, von allen. Jedem Einzelnen, sogar von den Tieren, ja, die Katze und so. Ich will, dass sie mich mag, ich will, dass sie zu mir kommt, ich will, dass sie, ja, der Huhn und auch das Pferd, ich will, dass das Pferd kommt und sagt, hey, du bist toll, ja. Und Menschen auch, will, kommt zu mir und sagt, ach, du bist toll, auch wenn ich dich völlig unsympathisch, es spielt keine Rolle, weil der Planet ist rund genug, ja. Ich glaube, ich schweife wieder ab, aber egal. Das ist Oink Enterprise. Und da ich Künstler bin, und nicht nur Künstler, sondern Open-Source-Künstler, und das habe ich selbst erfunden, und ich bin auch stolz drauf, deshalb bin ich auch der erste Open-Source-Künstler der Welt, ja. Unglaublich, des Universums. Wahrscheinlich stimmt das nicht, meiner Meinung nach. Aber weder ich noch du kannst es wissen, ja. Deshalb, laut Schrödinger, bin ich es und bin ich es doch nicht. Ja, und ich wende Schrödinger eigentlich ganz allgemein relativ an. Bedingt, und zwar nur im Kontext. Und ich habe mich selbst im Moment gerade überhaupt nicht verstanden, aber wenn du oder auch nicht, oder ich kann es ja sowieso nicht wissen. Und jetzt wird das alles lang und auf YouTube muss alles kurz sein, weil alles schnell und wir alle hören kurz zu und antworten schnell und denken viel nach, aber nicht alles gleichzeitig und eigentlich doch und wir vergessen es nur und wenn dann ja eben doch und dann alles zu schnell und dann alle destabilisiert und großes Chaos. Und genau das haben wir hier. Großes Chaos. Und ich bin ein ganz kleiner Teil von diesem großen Chaos. Und ich liebe Ordnung, obwohl ich selbst immer im Chaos lebe. Habe ich dieses Streben nach Ordnung, dieses zuckersüße Streben nach Ordnung. Deshalb bin ich auch ein ordentlicher Mensch. Auch wenn ich unordentlich bin. Ja, ja und das ist jetzt also ein Enterprise TV. Eigentlich das Wichtige kommt jetzt, oder für mich zumindest, erst wo schon alle weggeschalten haben. Da ich also open bin, open source, dann könnt ihr also alles, was ich mache von mir, also von mich geistig oder mit meinen Händen gemacht habe, nee, mit meinen Händen nicht. Aber alles, was ich geistig weitergeben kann und auch die Videos, also die Kunst oder was auch immer, nehmt und kopiert es und macht was auch immer ihr wollt damit. Was auch immer. Aber macht was. Lustig wäre es. Ich würde es lustig finden. Was auch immer. Absolute Freiheit. Das Problem, absolute Freiheit. Ja, die überfordert uns einfach. Ja. Deswegen eine Art Errorbefehl. Fehlermeldung.
Ja, deshalb wäre es für euch einfacher, wenn ich sagen würde, ja, macht ein Schaf daraus. Zeichnet mir doch ein Schaf. Und mich würde es freuen, wie ein kleiner Junge, ja, vom anderen Stern, der Botaniker ist. Na dann, schön seid ihr auf Onyx Enterprise TV und wisst nun absolut genau, wieso und wofür dieser Channel ist, nämlich zur Glorifizierung meiner Person, mein Künstlername natürlich, Oink, das Schwein. Ich kürze es ab mit ODS, ja, weil es cool ist, eine Abkürzung zu haben. Und damit ich irgendwann mal der Größte bin, von allen, unter den Größten von allen, das ist meine Utopie, ja. Und schließt euch an. An euer Leben. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Oink Enterprise TV.